Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Borderlands, the Pre-Sequel. Hier wollen wir doch mal hier, finde Verehrer Nummer 1, Mainz Verehrer finden. Das ist doch kein Ding, das machen wir doch mit Leichtigkeit hier. Wo ist denn Verehrer Nummer 1? Aua, ich hatte irgendwas getroffen, ich weiß noch nicht, was das war. Naja, was soll's. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist da noch so ein komischer Sugar-Dingsbums-Teil. Wo ist es? Da unten. Und Arschbombe. Komm, ich hab dir sogar einen verstärkten Schuss auf dich abgegeben. Warum stirbst du nicht instant? Du stirbst halt jetzt. Guti. Und hier irgendwo soll der erste Verehrer sein. Hier drin vielleicht? Okay. Da kommt aber wieder irgendwas angeflogen. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch auf der Karte. Qualmender Retard. Retard, wie auch immer. Oh nein, jetzt habe ich natürlich den Skill falsch eingesetzt, weil ich darf den, glaube ich, gleich töten oder sowas. Kipp Meat sein Geschenk. Wo ist Meat denn? Ah, Meat ist hier. Head Meat, hi. Ist in dich verknallt. Das soll ich dir von ihr geben. Die kleine Schwester Nina. Ich hatte ja keine Ahnung. Werd ich rot? Ich werd rot, oder? Sag Nina, ich komm vorbei, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Lass du ihn töten mit Eis. Mal sehen, wie heiß seine Liebe ist. Was? Nicht, wenn ich dich zuerst töte. Oh, oh, weg hier. Hör auf. Kann der überhaupt schießen? Ich glaube, der kann gar nicht schießen. Was willst du denn jetzt? Nerv mich doch jetzt bitte nicht. Blödes Teil. Ich muss irgendeine Eiswaffe finden in meinem Inventar. Ich habe aber keine. Kyro, komm, Kyro. Ja, friert Gegner ein. Nice one. Oh nein. Naja. Ja, ich finde ja Kandidat Nummer 2, aber jetzt erstmal noch nicht. Denn jetzt. Oh, oh. Der hat 5 Mondsteine fallen lassen. Ein Typ einfach. Ein Typ hat einfach 5 Mondsteine fallen lassen. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Kosmonaut. Tschüssi, Kosmonaut. Warum steht noch einer? Ungezogener, was auch immer. Okay, gehst du von meinem Auto weg? Gehst du von meinem Auto weg? Grünschnabel, ey. Wenn der mein Auto fährt, dann fährt das gegen die Wand oder so. Nee, 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 so nicht hier. So haben wir nicht gewettet. Ah, habe ich das gerade automatisch aufgehoben. Ich habe das automatisch aufgehoben. Wir sind aber hier jetzt gerade in dieser Stadt, wo es jedoch auch mehrere Missionen gibt. Triton Flats sind wir, ne? Genau. Und in Triton Flats gibt es auch nochmal Pickel. Untersuche den letzten bekannten Aufenthaltsort. Nee, ich will... Ja? Nee. Ich will da. Fahrersitz, genau. Perfekt. Das muss auch hier irgendwo sein. Letzten Aufenthaltsort, okay. Wo soll das denn hier bitte sein? Hi, was geht ab? Sugar Tyrann. Jetzt muss man nicht das Ding einfach halt einmal angreifen, dann bin ich jetzt direkt instant fast weg. Momentan kann ich das ganz gut angreifen. 45 XP gerade mal. Okay, perfekt. Ah, das war irgendwie, das hatte was damit zu tun irgendwie. Geh doch weg. Irgendwo hier muss jetzt was liegen. Genau, da liegt was. Ein Echo. Es gibt für diesen Preis keinen besseren Qualitätsdampfstrahlverdichter diesseits von Concordia. Sicher, dass der mit meinem Buggy funktioniert? Scheint mir nicht auf
auf Hochdruck ausgelegt zu sein. Oh ja, Sir, ganz bestimmt sogar. Die hiesigen Händler verkaufen Ihnen genau dieses Teil, nur umetikettiert, um ehrliche Kunden wie Sie zu betrügen. Bei meinen Preisen sparen Sie sich deren überzogene Gewinnmargen. Also dann, abgemacht, junge Lady. War schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Sir. Viel Spaß beim Einbau. Ich habe einen dringenden Termin in Lunar Junction. Danke nochmal. Ich glaube, die hat den verarscht. Aber ich will jetzt mir diesen Text nicht anhören. Ich will jetzt weitermachen. Zu den Waffen. Los. Überfahre ich sie und hol mir mein Geld zurück. Verflixt. Das ist Eliza. Sie hört sich aber total schräg und vornehm an. Ach, Hauptsache, sie lebt. Die hat gar nicht gemerkt, dass sie fast brutal ermordet worden wäre. Zum Glück war der Verdichter defekt. Beeil dich. Der Verdichter war nicht defekt. Die hat den verarscht. Grund und Boden verarscht. Alter Schwede, ich bin fast down. Ich bin down. Du Arschloch, du hast mich down gemacht. Mein armes Fahrzeug. Mein armes Fahrzeug hat er einfach so platt gemacht. Was? Ich konnte das nicht aufhaben? Dankeschön. Lasermond. Ja, die haben einfach keine Schnitte dagegen. Das ist richtig interessant. Die Buggies, obwohl die in den Auto sitzen, haben die keine Schnitte. Zack. Jo, mach ich. Das Dumme ist einfach, dass ich jetzt halt... Reg mich nicht auf. Jemand wie ihr habt meinen Buggy zerstört. Ich muss jetzt laufen wegen euch, ey. Nur wegen euch. Ihr kleinen Lappen. Nimm dies. Und jetzt, du da oben. Schlucke. Glück, du bist zum Gegner nicht mehr. Wie wenig Leben der verliert. Die Dinger haben so viel Leben, die Teile, das ist nicht normal. Da sind diese Lasermondbuggy echt ein Vergnügen gegen. Zack, zack. Down. Boah, das Ding hat Mondstein fallen lassen, aber gar nicht so knapp. Deswegen probiere ich hier irgendwie hochzukommen, aber jawohl, das hat sogar funktioniert, perfekt. Da ist noch ein Lasermond-Buggy, aber der kann mir eh nix. Zack. Dann nochmal hier durchrennen und hier durchrennen, perfekt. Alles aufsammeln, was geht. Da liegt nur Geld, okay. Hieraus kann vielleicht auch noch Mondstellen entspringen. Oh, was habe ich gesagt? Daraus kann noch Mondstellen entspringen. Zwei Stück, perfekt. Ach, Lasermond-Buggy. Ihr könnt mir nix. Lol. Sie hab ich umgefahren. Die haben mich einfach umgefahren und da war ich instant tot. Nice one, läuft bei denen. So, bringe die Waffenkisten zurück. Mache ich jetzt gerade? Guti. Da. Habt ihr zurückgekriegt. Und jetzt? Jetzt hab ich nur 10 von 50. Das war noch mehr, wie ich hier eingeliefert habe, oder nicht? Das war noch hundertprozentig mehr. Naja, was soll's. Wenn er meint, meint er. Ach. Ich muss doch gar nicht. Ich wollte zu dem Dings hin und dann denke ich mal, hä, wo muss ich jetzt hin? Hast du nicht gesehen? Oder kommst du da einiges an guten Stuff raus? Richtig viele Waffen kamen da einfach raus. Oha. Zwei blaue und drei grüne. Einfach so. Ach so, Meteoriten. Nice one. Really, really nice one. Nein, ich will einen Stingray, genau, perfekt. Da gibt's hier jetzt noch irgendwas? Wir sind gerade in Triton Flats. Nochmal Pickel gibt's hier noch. Tut. Was ist daraus gekommen? Nur Geld, ne? Okay, nur Geld. Tut.
Anscheinend muss ich jetzt irgendwie Eliza finden, weil ich glaube, das ist auch die letzte Mission, die wir von Pickel haben können. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es aber nicht genau. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Wir müssen auf jeden Fall sehr wahrscheinlich reisen hier, ne? Wie das ausschaut. Dann kurz hier runter. Zack. Was willst du denn da? Komisches Teile. Doch sterben. Danke. Ich will gar nicht zu euch. Ich will einfach nur jetzt runter und dann hier reisen. Nach der Titan Industrieanlage. Anscheinend. Ja, nice. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. Aber wir sind schon wieder hier. Was? Lol. Wir mussten hier gar nicht hin? Wir mussten hier gar nicht hin. Was zur Hölle? Okay. Suche in der Nähe von Luna Location. Wir sollten einfach nur suchen. Nice. Ich dachte, man müsste reisen. Das war auch so an dem Ding. Vielleicht ist hier unten irgendwas, was man finden kann. Sind auf jeden Fall ein paar Automaten. Oh. 214.000. Sehr interessant, aber nichts für mich diesmal. Hier drunter? Hier drunter ist nichts, ne? Okay, hier drunter ist anscheinend nichts. Schade. Echt schade. Hallo Aufzug, kommst du mal bitte runter? War der einfach so oben? Wollt ihr mir mein Spiel verderben hier? Mein Gott, dauert das lange, da hochzufahren. Hier ist doch aber gar nichts. Bevor ich mich hier noch dumm und dämlich suche, sage ich erstmal wieder danke fürs Zuschauen, lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Borderlands The Pre-Sequel.